du es meinst. Nee, ist doch nicht. Auf der einen Seite. Oder so. Mein Gott. Weiter geht's. So, anscheinend fällt hier ein Würfel. Ich hole jetzt mal einen Würfel hier raus. Okay. Ist hier irgendwo. Oh. Wäre ich fast gestorben. Warte, leuchte mal da drauf, leuchte mal drauf. Jetzt kannst du dann nämlich. Ne, kann man nicht. Okay, dann muss ich da. Ah, doch. Muss aber noch. Warte, nee. Setz das blaue, das rote hier hin. Okay. Okay, jetzt ist die Frage, wie wir an den Viechern vorbeikommen. Ach, ich weiß wie, Gregor. Okay. Ja, du musst dich auf die Plattform stellen. Ja. Was soll das? Monster! Die gehören zu uns! Ein Scherz. Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. Sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich. So. Die Bekanntgabe individueller Ergebnisse würde den Test beeinträchtigen. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Ja, vielleicht schaffen wir ja jetzt alle innerhalb von einer Stunde. Das bezweifle ich. Warum? So lustig. Ja, nee, nicht von der Lust her, sondern von der Zeit her. Doch, wir sind Profis, wir schaffen das auf jeden Fall. Ja, klar, ja. Eine Stunde haben wir noch Zeit. Eine Stunde haben wir doch letztes Mal an diesem einen Puzzle verbracht, wo man nachher zusammenklatschen muss. Ach so, ja, das war schrecklich, aber jetzt wissen wir zumindest, wie es geht. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Keine Erklärung, wir haben das schon vor... wie lange haben wir das gespielt? Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt, ja, in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist, ins Getümmel zu watscheln, sollte der Test in ein Fressfest umschlagen. Die habe ich zugehört, was hast du erzählt? Die erzählt immer so einen Schwachsinn, dann lohnt es sich gar nicht zuzuhören. Ach ja, ach der Scheiß. Was war das nochmal? Einer muss beknöpfen. Ach so. Ja, ich geh schon da rein. Ich bin drin. Du bist drin? Ja. Dann gehen wir weiter. Warte. Komm. Lass mich mal. Ah, genau. Weiter. Stopp. Ich kann aus deiner Perspektive gucken, was. Oh. Dankeschön. So, jetzt. Nein. Da hin. Nach oben. Genau. Ja, was soll ich? Achso, ja, warte. Nee, geh nochmal durchs Rote durch. Geh durchs Rote durch. Ja, ja geh. So, jetzt warte. Ja! Blue, du hast eine wichtige Hab ich nicht aufgefasst. Erteilt. Dafür erhältst du 14 Kollaborationspunkte. Krieger, hörst du mich noch? Ja. Na gut, war gerade ein Skype-Fehlsignal. Okay, nochmal das Ganze. Lauf mal durch. Bis. Was? Aber machen wir mal zurück. Mal zurück. So, jetzt weiter. Stopp. Kannst du das Rote hinsetzen? Ja. Oh, okay, wir haben es geschafft. Hab dich nur einmal umgebracht. Nur einmal. Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten.
Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein. Oh, jetzt komm. Orange, du hast zum Beispiel eben 2 Chancen Hinweispunkte eingebüßt. Ist gut, ist gut. Wie, stört dich das etwa, oder was? Stört dich das etwa? Nö, 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 ist alles noch. Du kannst es stundenlang machen. Wenn wir schon da fertig. Warte auf ihren Partner. Peabody Atlas. Ich bin Peabody. Hört sich ziemlich scheiße an. Ja, du bist Atlas, ist auch nicht besser. Ja, geht so. Ich wiederhole, dies ist kein Wettbewerb. Aber natürlich, wenn es das wäre, dann würde Blue gewinnen. Ja, ist aber keiner. Was? Wenn es ein Wettbewerb wäre, würde ich gewinnen. 5 Kollaborationspunkte. Oh. Nee, nicht wirklich. Warum hatten die jetzt meinen Würfel kaputt gemacht? Weil ich auf den Knopf gedrückt habe. Du Arsch. Okay, das lenkt sich dann ab. Haben wir hier überhaupt nur irgendeine portalfähige Fläche? Das bringt ja auch gerade nicht wirklich so viel, dass ich das abdrink, ne? Aber wir haben noch das da. Hm. Da kann man gerade nicht hin. Ja doch, warte. Nee, Ja, ja. So, ich vertraue dir. Womit? Ah! Au. Ja. Was machst du? Ich hänge noch, warte. Ich hänge hier gerade in irgendeiner Ecke fest. Ich hänge gerade in einem Bug fest. Mist, jetzt kann ich mich hin. So. Also, sobald wir nämlich da oben. Und dann noch nichts machen. So, jetzt müsste es doch eigentlich reichen, wenn ich jetzt. So. Okay, geschafft. So, und was mache ich jetzt? Soll ich hier runter? Nee, kann ich nicht. Soll ich dich da stehen lassen? Ja, das kommt immer gut. Jetzt musst du irgendwie. Naja, ich muss gleich. So. Mein Diese Gott. Tests sind wie für dich gemacht. Ganz im Ernst, die Wissenschaft liegt dir. Tja. Das war doch gar nicht mal so schwer. Nö, geht eigentlich noch. Wird nachher noch lustig, wenn die ganzen Gele dazukommen, diese Beschleunigungsgele. Ach so, ja, scheiße. Weißt du, die letzten paar Levels, wo man sich dann wirklich denkt, hä? Ja, das war total bescheuert. Wo man wirklich überhaupt noch nicht mal einen Anfangspunkt findet. Ah, wie ist denn das, wenn wir zusammen spielen? Speichern wir auch? Keine Ahnung, ich hoffe es mal. Der nächste Test ist so gänzlich anders. Ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Wenn ihr es findet, wisst ihr es. Oh, bist du schon gestorben? Ja. Wie das denn? Ich bin einfach gerade ausgelaufen auf einen Abgrund. Komplett dunkel. Sehr clever. Ach, da geht's runter. Hahaha. jetzt kommt es, glaube ich, mit der CD oder die erste. Ich weiß es nicht. Ja. Na doch, die erste CD. Die liegt doch hier irgendwo auf dem Tisch. Was ist das für eine CD? Man sollte doch eine CD finden, dann irgendwo einen Datenträger. Ach so, ja. Wofür denn Countdown? Mach einfach, drück den Schalter. Das bringt nichts. Ah, nee, man muss bei da. Ach, hier beide! Beide gleichzeitig. Warte, ich mach einen Countdown. Ja.
Oh. Also. Ach, man muss das Portal dann durchschießen. Ah! Nee, sieht man nicht, ich hab auch geschaut. Ich bin übrigens gestorben. War nicht zu übersehen. Du lebst noch? Ja. Oh, Portal drin. Ja, jetzt kann ich hier nicht raus, ne? Achso, bist du jetzt da drin gefangen? Ich bin hier drin auf jeden Fall. Und jetzt? Ah, ne, warte, hier drin ist noch ein Schalter, den kann ich nicht. CD lag ja auf dem Tisch, muss man den nicht da rein tun? Ne, hier vorne. Glückwunsch zur Bewältigung dieses absolut sinn- und herrenlosen Tests. Oh, eins noch. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ich halte das übrigens für einen Mangel. Super toll. Aus Versehen. Portal 2 minimiert. Dann hängt das immer so kurz. Ja. Ist immer scheiße, wenn man zwei Bildschirme hat und den Versuchung gerät, den anderen Bildschirm anzuklicken. Ah, Level 1 fertig. Schluss jetzt. So was, wenn das so bleibt? Die Remontageeinheit muss ein Problem haben. Machen wir einige Tests und schauen mal. Grandioser Witz. Was ist passiert? Bei mir hat es kurz gehangen. Nee, ich meine, warum haben die sich kaputt gedacht? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Keine Ahnung, eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich höre auch nicht, was die Tante erzählt, weil weil ich wenn mir mal eine Sekunde hängt, dann höre ich einfach nicht, was sie sagt. Okay. Masse und Geschwindigkeit. Ja, von 01. Was? Das ist doch 01 und nicht. Ne, da hinten war 01, das ist jetzt 02. Hinten sogar 02. Komm, geh weiter, das ist Level 1 von. 201, ja, okay, doch. Passt. Kein Wunder, dass du dich nicht mit Patches auskennst, wenn du das nicht verstehst. Hä, 01? Ja. Hä? Machen wir doch schon. Ah, warte auf Partner. Schrecklich. Diese Strecke dient der Stärkung des Selbstvertrauens von Menschen. Sie mussten nichts weiter tun, als 5 Minuten durch die Gegend zu laufen, woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen seien. Da ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt. Jetzt mal, warte, jetzt mach mal nix. So, spring mal hier unten in das Dunkelblaue rein. Hellblau, ruhig. Ja, das Hellblau ran. Ne, jetzt musst du hier hinkommen, musst jetzt hier das Rote hinsetzen. Und da oben, ja genau. Ja. Aber oh, was geht denn jetzt ab? Okay, warte. Springen wir da rein. Okay. Ich hab dich veräppelt. Da unten noch nicht. Okay. Okay. Was bringt das? Setz mal dein Rotes hier hin, bitte. Warte, was springt es, wenn ich auf den Knopf drauf gehe? Dann fällt gleich der Würfel runter. Wir müssen beide auf die beiden Knöpfe. Okay. Du musst das Rote hier hin. Warte. Ja, oder? Ah, nee, ich kann jetzt selber. Warte, ich muss das Dunkelblaue hier hin. Nee, kannst du einfach reinspielen. Nee, ich muss ja da hinten hin. Achso, stimmt auch wieder, ja. Wunderbar. Ihr habt den Sicherheitswürfel richtig abgelegt. Ihr könnt darauf sehr... Moment mal.
Ihr seid ja gar keine Menschen. Keine Heucheleien nötig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist, jemanden dafür zu loben, dass er einen Sicherheitswürfel in einen Behälter befördert, der genau dafür vorgesehen ist.